Tatsächlich, Popcorn als Geschmack, ja, ich weiß auch nicht, was es soll. Es ist eine neue Sorte, habe ich so gefunden. Ja, erstmal machen wir es hier von gestern noch zu Ende. Der Grund, warum ich mir dieses Set gestern überhaupt angelegt habe, ist einfach, weil ich damals noch dir schon. Es war 2008 oder so, ich weiß nicht. Da gab es von Lego, von der Lizenz, also aus der Serie, wo auch diese Pullback-Dinge da waren. Die Serie, die es nicht mehr gibt, die wurde aufgeteilt auf Speed Champions und Technik und. Ihr wisst schon, diese ganzen Sachen da. Ich habe nur gerade Namen vergessen. Racers, jetzt haben wir es wieder. Genau, aus der Race-Serie, die es hier leider nicht mehr gibt, gab es ja mal mit einer Ferrari-Lizenz so einen Sattelschlepper mit Auflieger. Und im Auflieger war so ein Auto drin. So in dieser Art. Diese Farbe, in diese Proportion ungefähr. Und. Das habe ich alles selber aufgebaut und das war einfach nur dieser Auflieger mit diesen Seitenverkleidungen, die die Räder hinten angeschlossen haben. Geil! Und dann noch so ein Fahrzeug drinnen. Klar, schön klein. Zum Glück war das klein. In groß hätte ich es nie im Leben nachbauen wollen. Wollte ich auch damals schon nicht, weil es mir einfach zu. Nein! So ein Ding. Sowas kennen wir auch schon mittlerweile von Lego, ne? Da gibt es doch so für 10 Euro. Achso, das kostet übrigens 4,99 €. Das gibt es immer noch so vereinzelt. Ich habe gestern noch nach den einen Laster von dieser Lidl-Filiale da gesehen. Das andere Set da habe ich aber nicht mehr gefunden. War schon ausverkauft. Zum Glück. Ich habe mir schon das Horror-Szenario vorgestellt. Ich muss jetzt die Sachen auch noch zurechtsnotten. Ich glaube, das sind schon andere Steine als die aus dieser Bibi und Tina-Serie. Und ja, die haben auch schon mal Bibi und Tina rausgebracht. Also nicht Lidl, sondern dann. Spielzeugmarke Playtiff, dessen Klemmbausteine Clippies. Da gab es auch schon diese Bibi und Tina-Variante davon. Das war echt geil, aber da habe ich auch zwei Sets von. Einmal den Bauernhof, diese Pferderange da und einmal dieses mit dem Traktor da. So sieht es von allen Seiten aus. Auch so, weil ich es noch alles gebaut habe. Das war genau dieses Teil halt eben. Eine rote 2x2-Platte, eine rote 1x2-Platte und diese zwei 1x4-Slopes. Und dann habe ich noch diese Deckflügel da dran gebaut. Und was noch? Genau, vorne das Ding. Ich glaube, das habe ich noch gesehen. Ich weiß nicht. Nein, da haben wir doch aufgehört. Dann kam das, glaube ich, da vorne dran. Das und das. Und da hat die Kamera schon ausgemacht von ganz allein. Ich weiß auch nicht warum. Dann habe ich noch den Slope da drauf gesetzt, einfach nur. Und. So sieht es von allen Seiten aus. Tut mir leid, dass ich es nicht zu Ende machen konnte. Ich sage es gerne nochmal. Die Kamera hat auf einmal ausgemacht. Und das sind übrigens einmal drei Fliesen und Platten da vorne dran. Und also auf die weißen einmal drei Platten sind einmal drei Fliesen drauf, auch in weiß. Und davor sind einmal drei Fliesen in rot. Und da hinten ist es durchgehend. Klar, einmal sechs. Dazwischen sind noch zwei Noppen. Das heißt, hinten ist es ein bisschen kürzer, also ein bisschen schmaler als vorne. Und hier die 10 € Lego-Variante davon. Klar, hätten da noch Fliesen gefehlt, denn wenn wir es uns zum direkten Vergleich anschauen, da fällt uns schon ein bisschen was auf, ne? Vor allem hat das Ding auch Rücklichter, warum auch immer. Aber es gehört ja so, ne? War ja beim Porsche
Pullback, wo man so hinten draufhauen kann, was ich euch auch schon vor ein paar Tagen gezeigt habe. Genauso. Und Tacho. Ist ja alles nicht dabei. Dafür eine Menge Aufkleber, die da auf die weißen Sachen draufkommen und auch auf die roten Sachen zuseitig, weil es hier wiederum alles gedruckt ist, weil 4 plus. Und sonst noch was? Genau, zu diesem Lego-Set gehört noch das Zeug. Was haben wir hier bei Lidl mit dabei? Zwei Hände neben Aufkleber. Haben wir hier noch ein Print mal wieder, das kennen wir ja schon. Dieses Teil da, das hat die Kamera nur nicht scharf gemacht, weil es schwierig für die Kamera ist. Das ist aber auch echt gemein. Ach so, genau, dieses Set habe ich euch hier noch direkt im Vergleich mit dem, ich nenne es mal C-Modell von diesem türkisen Auto da gezeigt. Verlinke ich euch in die Videobeschreibung, weil es ja auch so ein Rennwagen war, was aber schon eher danach ausgesehen hat, nur anstelle von weiß, was ja eben so ein helles Türkis da, was man da vielleicht sehen kann. Aber jetzt wollen wir auch mal wissen, was ist jetzt dieses Popcorn-Zeug? Also geschüttelt habe ich schon, ist ja klar, ne? Und morgen, dazu später erstmal, zum Schluss erstmal Popcorn. Darum habe ich dieses Video auch auf zwei Playlists aufgeteilt, weil ich noch dieses Video damit zu Ende bringen wollte. Und es tut mir sehr leid, dass die Kamera ausgesetzt hat. Passiert einfach. Ich kann ja nichts für, hat die Kamera selber entschieden. Ich hätte Popcorn mit dazu bringen, mit dazu nehmen sollen, aber erstmal schmeckt es nur süß und bisschen nach Haferzeugs da, vom Geschmack nur. Ja, nach Stärke. Also ein wilder Mix aus Zucker und Stärke einfach. Aber sonst will schmeckt, ja, schmeckt schon nach Popcorn. Ja, es geht so. 7 Minuten habe ich schon drauf. So lange habe ich schon gelabert. Oh. Ich muss schon irgendwie fertig werden. Morgen geht's weiter hier mit Krokel. Bis dann. Ich freue mich schon drauf. Bis morgen. Achso, ich habe extra kein neues. Ich habe mich extra. Ich habe jetzt extra mal nichts Neues hier irgendwie mitgebracht, weil ich mich mit aller Gewalt dagegen geweigert habe, nur ein neues Klemmbausteinset anzuschaffen. Nur damit ich ein neues Videomaterial habe. Das wollte ich einfach nicht. Ich will auf gar keinen Fall von mein Geld für Sachen ausgeben, die ich gar nicht behalten will. Nur für ein Video. Nein, das mache ich nicht. Auf gar keinen Fall. Da lasse ich lieber entweder ausfallen. Oder so wie hier jetzt gerade hier in diesem Fall. Ich mache was anderes. Aber nie im Leben werde ich Geld für Sachen ausgeben, die ich nicht haben will und dann noch behalten muss. Auf gar keinen Fall werde ich das tun. Darum dieses Video. Ohne dieses Video gäbe es gar kein Video. Ganz einfach. Oder nur dieses ein kurzes oder zu Ende und dann fertig. Aber immer ein anderes Titelbild. Immerhin wäre jetzt ein bisschen Abwechslung damit drin, aber darum mache ich das ja auch, damit ihr euch anschauen müsst. Und ja. Ja, ist einfach nur süß. Sehr zuckrig und auch ein bisschen modrig, damit er dem die Popcorn-Konsistenz geschmacklich ein bisschen durchkommt. Also die Maiskonsistenz von Popcorn halt eben, ja. Und das ist doch echt alles. Dann bis morgen zum Krokel. Da habe ich einiges zu sagen. Bis dann. Ciao.